aber gute Taten, eben leider allzu selten. Und die Entscheidung dieser Macht, die wir eben nicht Es ist nicht das Problem, sondern es ist nur ein Symptom, um uns aufzuhetzen und uns zu spalten. Und das funktioniert wunderbar. Ja, wir haben ja keine Zeit mehr, weil gleich geht das Signal auf die andere Bühne. Ich habe jetzt hier etwa 3 Minuten. Ich war eben, ihr habt ja diese Demonstration der Antideutschen gerade gesehen. Ich bin mit meinem Präparier 2 Meter rangekommen an diese Tür. Das ist keine Linie. Ich habe die Kamera gefragt. Ich sage, versteht ihr euch selbst als Linie? Da wurde ich nur angeschrien. Dann kam ein Typ zu mir, das ist nicht mehr Linie. Ich habe ihn aber gesagt, hier dreht sich ein. Das wissen die gar nicht, was das ist. Das ist doch kein worden. Wie gesagt, Pegida bringt Tausende von Menschen auf die Straße. Das ist genügend Protestpotenzial, um gesehen zu werden. Und tatsächlich geht diese Bewegung durch die Medien immer und immer wieder. Aber in der Tat ist es eben genau das Problem, dass wir uns aufspalten lassen in der Symptombehandlung. Es wird an der Zeit, dass jede Bewegung, groß oder klein, deutschlandweit, sich unter diesem gemeinsamen Nenner vereint, dass wir erkennen, was die Ursachen und Verursacher unserer Probleme sind und dass wir gemeinsam mit einer Stimme auftreten, dass wir uns nicht verkorrumpieren lassen, dass wir uns nicht bezahlen lassen, sondern dass wir auch weiterhin ehrenamtlich diese Arbeit machen. Und das muss nicht mal viel Geld kosten. In jedem Ort müssen die Menschen auf die Straße gehen. Friedlich Widerstand leisten, friedlich Protest leisten. Und glaubt mir, dann steht die Polizei auch geschlossen hinter dem Volk, wie das 1989 war. Und ich bin, auch wenn ich anders aussehe, 37 Jahre alt, ich habe die Zeit schon durchaus noch miterlebt. Die Polizisten haben zum Teil ihre Koppelschnallen abgelegt, ihre Waffen niedergelegt und haben sie auf die Seite des Volkes geschlagen. Und ich weiß aus sicheren Quellen, dass die Polizei und das Militär es wieder so machen wird. Aber dazu brauchen wir eine Mehrheit in der Bevölkerung, die auf die Straße geht und sich diesem System verweigert. Und zwar regelmäßig, konstant, bis wir das System zum Niederfall gebracht haben. Wir haben hier noch einen Karton, wer spenden möchte, damit wir diese Sache auch weiterhin machen können, was auch immer ihr bereit seid zu geben. Es wird auf jeden Fall, es kommt immer mehr zusammen, als man sich jemals erwartet hat. Deswegen ist eine solche spendenorganisierte Sache auch von der Sache her, weil wir eben Menschen sind und gut sind im Herzen, auch immer von Erfolg gekrönt. Wir sind nicht so schlecht, wie man uns immer erzählt. Wir Menschen sind im Herzen gut und dieses Fünkchen oder auch manchmal dieses grelle Licht, es muss befreit werden, es muss geweckt werden, wir müssen es leuchten lassen. Wir dürfen uns auch nicht mehr den Mund verbieten lassen. Wir dürfen uns auch nicht mehr davon abschrecken lassen, dass wir Spinner oder verstrahlt sind. Wir sind keine Spinner, wir sind nicht verstrahlt.
denn der Kurs, den wir über die Jahrhunderte genommen haben, ist für uns heute sichtbarer denn je. Das Internet ermöglicht es uns, dass wir das erkennen können, was früher die Menschen eben leider nicht sehen konnten, weil sie eben nur aus den Geschichtsbüchern lesen konnten, sofern sie lesen konnten. Heute haben wir andere Verhältnisse. Heute ist es möglich, dass wir erkennen, wie der Kurs ist. Und das heißt, wenn wir dann schon so grausam und so erschreckend vielleicht diese Agenda sein mag und so unglaublich und so unfassbar sein mag, es ist tatsächlich wahr. Und wie gesagt, die Mechanismen dieses Systems sind seelenlose Mechanismen und die ermöglichen nun mal durch die Verlagerung des Geldes und damit der Macht, dass es so etwas wie eine Machtelite gibt. Das ist keine finstere Verschwörungstheorie mehr, sondern das pfeifen mittlerweile die Spatzen von den Dächern. Also was hält uns noch auf? Redet es überall auf Arbeit, in eurer Familie, in euren Gemeinden, in den Kirchen, ganz besonders in den Kirchen, müsste der Widerstand groß werden. Denn die Kirchen sollten Christi Weg vertreten. Und was wir hier machen, und zwar völlig uneigennützig, aus eigener Tasche, ist die Belange der Menschen zu wahren. Wir stehen für die Belange der Menschen ein, wie es eben ein jeder großer Denker gemacht hat. Völlig uneigennützig und meist verlacht zu seinen Lebzeiten und auch bekämpft. Wir erleben das heute auch. Wir werden auch verlacht und bekämpft. Aber das soll uns nicht mehr abhalten. Jetzt müssen wir aktiv werden und wir müssen zusammenhalten und uns eben wirklich nicht mehr aufspalten lassen. Eine jede Bewegung überall in Querfurt, in Erfurt, Bautzen, in Halle, Leipzig, Dresden, Berlin, überall müssen die Menschen mit einer Stimme jetzt reden. Und es darf wirklich nicht mehr am System, an den Symptomen dieses Systems kritisiert werden. Denn da, genau da beginnt nämlich die Spalterei, weil ein jeder ein Symptom über das andere stellt. Aber wie widersinnig das ist, das muss uns endlich auffallen. Und dann können wir mit einer gemeinsamen Stimme dieses Problem bekämpfen. Macht etwas, werdet aktiv und werdet vor allen Dingen mutiger. Informiert euch im Internet, gebt Begriffe ein wie Bilderberger, neue Weltordnung, ja, Geldsystem und ja, informiert euch über die wahren Machthaber dieser Welt, Federal Reserve Bank, die großen Banken, die großen Besitzer der Banken, da sind Namen wie Rothschild und Warburg. Und lasst euch von dem Begriff Antisemitismus nicht mehr blenden. Denn ein jeder, der für Palästinenser zum Beispiel ist, für die Freiheit bzw. für die Unversehrtheit auch palästinensischen Lebens einsteht, ist kein Antisemit, denn auch Palästinenser sind Semiten und Malteser sind Semiten. Es ist ein Schwachsinn, der uns eingeredet wird, damit wir nicht die Banken und das Banksystem kritisieren. Nun möchte Rico Albrecht offenbar nicht hier, sondern auf der Veranstaltung gegenüber noch seinen Vortrag halten. Darum beenden wir jetzt hier diese Veranstaltung. Ich bedanke mich bei allen, die da sind, im Namen von den Veranstaltern, auch von allen, die hier mitgewirkt haben und das Ganze mit vorbereitet haben. Vielen Dank und werdet aktiv!